Aufgrund der verhängten Sanktionen nimmt kein einziges russisches Team an der FIFA-Frauenweltmeisterschaft 2023 teil. Das bedeutet aber nicht, dass es hierzulande keine heißen Spielerinnen gibt. Heute erzähle ich Ihnen von Xenia Kowalenko und am Ende erfahren Sie, warum die Karriere eines Fußballspielers überhaupt nicht stattfinden konnte. Xenia Alexandrowna Kowalenko wurde 1995 in der kasachischen Kleinstadt Aksu geboren, lebte dort jedoch nicht lange und zog in früher Kindheit mit ihrer Familie nach Nowokosnezk. Dort begann Kowalenkos sportlicher Weg. Anfangs beschäftigte sich das Mädchen mit Basketball und Volleyball, in denen ihre Mutter stark war, aber in ihrer Freizeit rannte sie gerne mit ihren älteren Brüdern auf den Fußballplatz. Und obwohl die Jungen sie ungeschickt nannten und sie ständig ans Tor stellten, zeigte ihre Schwester Ausdauer und Lernwille. Im Alter von 8 Jahren lernte Xenia ihre erste Trainerin, Svetlana Shalamova, buchstäblich auf der Straße kennen und schloss sich der örtlichen Futsalabteilung an, wo sie ihre ersten Erfolge feierte. Als der Trainer der Mädchenmannschaft in den Mutterschaftsurlaub ging, verlor Kowalenko nicht den Kopf und begann wieder mit den Jungs zu trainieren. Dort kreuzten sich ihre Wege mit dem zukünftigen Mittelfeldspieler der russischen Nationalmannschaft Alexander Golovin, der ebenfalls seine ersten Schritte im Fußball machte. Nach einiger Zeit wurde das begabte Mädchen bemerkt und eingeladen, im Kemerovo Kuzbass zu spielen, wo sie in einem der Spiele 8 Tore erzielte und damit einen Rekord für die erste Liga aufstellte, der noch nicht gebrochen wurde. Dann spielte Xenia als Angreiferin, aber im Laufe der Zeit änderte sie ihre Rolle und wurde zur Verteidigerin. Ab dem 16. Lebensjahr wurde Kowalenko in die russische Jugendmannschaft berufen. Nachdem sie in Kemerovo eine professionelle Sportbiografie begonnen hatte, zog das Mädchen nach Moskau, wo sie begann, für den Izmailovo CSP zu spielen. 2016 wurde sie mit dem Kimki-Club Rossiyanka erstmals russische Meisterin. Ein Jahr später fusionierte dieses Team mit ZSKA Moskau. Mit einer neuen Mannschaft im Jahr 2017 gewann Kowalenko den russischen Pokal. Im selben Jahr zeichnete sich die Fußballspielerin auf der Ebene der Nationalmannschaft aus und holte eine Bronzemedaille von der Universiade in Taipei. Die Athletin selbst wertete dieses Ergebnis jedoch als Niederlage, da sie zum Turnier um Gold ging. Trotz des Interesses europäischer und türkischer Vereine hat Xenia keine Eile, ihre Heimat CSKA zu verlassen. Im Jahr 2019 wurde der Verein russischer Meister im Frauenfußball. Kowalenko unterbrach daraufhin vorübergehend ihre Arbeit, da sie sich im Oktober einer Wirbelsäulenoperation unterzog. Vor ihr stand eine lange Genesungs- und Rehabilitationsphase, bis zum Ende der Saison konnte sie der Mannschaft nicht weiterhelfen. Und dann erlaubten mir Schwangerschaft und Geburt nicht, wieder Sport zu treiben, aber dazu später mehr. Das Männermagazin FHM zählte Xenia 2014 zu den 160. Mädchen der Welt. Gleichzeitig hütet eine attraktive und begehrenswerte Fußballspielerin sorgfältig den Raum ihres Privatlebens. Zur Belustigung der Öffentlichkeit postete die Sportlerin auf Instagram ein Bild mit Igor Krieg, dem sie im Juli 2019 auf dem Fußballplatz Milch einschenkte, nachdem er eine Sportwette an sie verloren hatte. Am häufigsten veröffentlicht Kowalenko in seinem Account Aufnahmen vom Feld und seine eigenen Porträts. Dort tauchen auch Fotos im Badeanzug auf, die die schlanke Figur einer Fußballspielerin mit einer Körpergröße von 173 cm und einem Gewicht von 61 kg zeigen. Das Mädchen nimmt ihre eigene Schönheit ruhig auf, ohne daraus einen Fetisch zu machen, aber ohne Make-up versucht sie, nicht in die Kameralinse zu geraten. Externe Daten ermöglichen es Xenia, lukrative Werbeverträge abzuschließen, die oft ihr Fußballgehalt übersteigen. Im Juli 2020 erschienen Informationen über die Romanze der Schönheit mit Denis Glusakov. Für das neue Jahr 2021 veröffentlichte Xenia ein Bild mit einem Fußballspieler und wünschte allen, dass sie einander lieben und aufeinander aufpassen. Und im März veröffentlichte Denis auf seinem Konto ein Foto mit einem neugeborenen Kind und sagte, dass Kowalenko ihm eine Tochter, Mila, geschenkt habe. Wenig später wurde bekannt, dass die Liebenden heirateten, als Xenia schwanger war. Die Eltern versuchten, die Fürsorge für das Neugeborene zu teilen. In einem Interview sagte der glückliche Vater, als er am nächsten Tag trainieren musste, stand Xenia selbst nachts zu Mila auf.
Und manchmal bat ihn die Frau um Hilfe, wenn sie sehr müde war. Dann war der Nachtposten für Dennis. Kowalenko ging wie andere Sportlerinnen in den Mutterschaftsurlaub und befürchtete, dass ihre Fußballkarriere dort enden würde. Doch der Trainer beruhigte sie mit Worten über die obligatorische Rückkehr ins Team. Xenia hörte übrigens erst in der 38. Schwangerschaftswoche mit dem Training auf. Und nach der Entlassung aus dem Krankenhaus begann sie, machbare Belastungen in ihren Alltag einzubeziehen. Am Ende des Sommers arbeitete der Athlet bereits mit Kollegen von CSKA im Mannschaftstraining. Und hielt sogar ihr 50. Match in ihrer Karriere ab. Kowalenkos Pläne waren, in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen und natürlich weitere Siege zu erringen. Aber die Karriere eines Fußballspielers konnte überhaupt nicht stattfinden. Im Alter von 14 Jahren vertrat Xenia die sibirische Nationalmannschaft bei einem der Turniere, als sie sich eine schwere Knöchelverletzung zuzog. Sie musste sich mehreren schwierigen Operationen unterziehen, aber Kowalenko gab den Sport nicht auf und erzielte gute Erfolge, wodurch sie zum Idol vieler aufstrebender Fußballspieler wurde. Vergessen Sie nicht, Kommentare zu schreiben, Likes zu setzen und den Kanal zu abonnieren. Hier wird über Sport gesprochen.